Profi-Computer-Achsvermessung. Lieferumfang. Gezeigt wird der Ablauf einer ausführlichen Vermessung. Im System sind Achsvermessungsdaten von über 20.000 Fahrzeugen gespeichert, umfangreicher Fahrzeugdatensatz. Jährlich aktualisierbar. Benutzerfreundliche Bedienung der Software. Auf dem Bildschirm, den richtigen Hersteller, Fahrzeugmodell und Baujahr auswählen. Spezielles Spoilerprogramm für besonders tiefe Fahrzeuge. Radklammern, auf die Felge montieren. Felgenschlagkompensation. Diese Funktion dient dazu, den Fehler zu reduzieren, welcher durch Verformungen von Rad und Reifen hervorgerufen werden kann. Dazu Bremse lösen, das Lenkrad mit dem Lenkradfeststeller blockieren. Fahrzeug, mit einem Achsfreiheber anheben, entweder achsweise oder komplett. Die Felgenschlagkompensation wird radweise durchgeführt. Aufnehmer ausrichten. Taste betätigen. Während des Blinkens, Aufnehmer ausrichten. Aufnehmer lösen und das Rad um 180 Grad drehen. Nach korrekter Felgenschlagkompensation, leuchten beide Lampen permanent. Nach Laufmessung. Fahrzeug absenken und Haltestifte aus den Drehplatten entfernen. Bremse feststellen. Lenkrad nach Angaben des Messcomputers, ca. 20 Grad nach links bewegen. Danach 20 Grad nach rechts bewegen. Und danach, auf Neutralstellung zurückdrehen. Hier sehen Sie die Ergebnisse der Nachlaufmessung. Als nächstes erfolgt die Hinterradmessung. LED-Anzeigen für Grenzwerte. Idealwerte von Einzelspur und Sturz. Zur Einstellung der Vorderachse Fahrzeug einfedern. Ganz wichtig: Lenkrad gerade stellen und blockieren. Randständer und Versatz. Lenkrad gerade stellen und blockieren. Messköpfe regulieren. Lenkwinkelmessung. Die Arbeitsschritte ausführen, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Zum Ablesen der Gradzahl dient die auf dem Drehteller befindliche Gradskala. Die abgelesene Werte aus den Drehtellern, hier eintragen. Nach Beendigung der Messungen und Einstellungen, sehen Sie den Gesamtbericht. Twinbush. Qualität, die überzeugt.